Ach, du bist müde. Ja, ich so locker lässig hier stehen in diesem Ekel-Schuppen, würde ich aber nicht. Hallo, liebe Leute, ich bin's wieder, euer Gunshot. Wir sind hier wieder bei The Evil Within. Wollen jetzt, oder ich möchte jetzt auf jeden Fall das zweite Kapitel anfangen. Und hoffe, dass ich das herztechnisch überstehe. Weiter. Okay, Ladebildschirm. Kapitel 2: Überreste. Okay. Okay, wir sind letztes Mal noch in eine riesige Schlucht gefallen. Scheinen es überlebt zu haben. Aber uns scheint es nicht wirklich gut zu gehen. Das ist auf jeden Fall eine Schwester. Die sieht auf jeden Fall schon mal nicht tyrannisch aus. Ja, auch eher weniger. Wir sind aber schon wieder in der Klinik. Oh Gott, unterm OP-Tisch. Was denn jetzt? Was? Bin ich festgeschnallt? Ja. Ich bin festgeschnallt. Jetzt haben die Tür zugemacht. Was kommt denn da jetzt? Weil das ist. Och du Scheiße. Oh Gott. Okay, ich hab geträumt. Alter Schwede. Leichen gefunden. Leichen in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Okay. Ich kann ihn nicht steuern gerade. Doch kann ich, aber ich kann die Maus nicht bewegen. Leerte. Gehirn. Okay, was soll das sein? Gehirnflüssigkeit? Okay, wir haben so ein kleines Hallo? Fleisch. Jemand da? Scheint nicht so, ne? Kakerlaken. Gut. Sind wir wahr? Ja. Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Das ist alles schon wieder irgendwie scheiße. Okay, ich gehe mal hier hinterher hier. Eine Klinik. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Wenn Sie sich nicht eintragen. Ich soll mich jetzt eintragen? Können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren? Hier entlang, bitte. Ach so, okay. Das Eintragen war jetzt das Speichern. Warum geht die nicht einfach mit mir hier lang, sondern in ihren eigenen kleinen Räumen? Riecht wie Medizin. Ja. Hoffentlich ist das auch Medizin. So ein ganz doofes Gefühl hier. Warum steht hier ein einzelner Tisch? Es ist alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Ich soll mich entspannen. Setzen Sie sich. Okay.
Was soll das? Beruhigen Sie sich. Es ist nur zu Ihrem Besten. Nein! Stopp! Was? Mit grünem Gel kannst du die Parameter einzelner Fertigkeiten verbessern. So, sehen Sie, schon viel besser. Lady, werde ich verrückt? Oh mein Gott. Wie kommen Sie rüber? Ich warte auf Sie. Scheiße. Traum im Traum, oder was? Scheiße. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Kidman, wo bist du? Der Taste benutzt. Die Herkunft des Medikaments in dieser Reisespritze ist unbekannt. Aber stellt etwas Gesundheit wieder her. Okay. Connolly! Wo sind die? Okay, das ist doch gerade diese komische Flüssigkeit, die ich eben... Okay. Kram sieht man ja kaum. Scheiße, wo ist... Die müssen doch hier irgendwie sein. Da ist keiner mehr. Hier brennt's. Im Auto war auch keiner. Alter, wo sind die hin? Ah, hier sind Blutspuren. Okay. Hier nur Geröll. Warum sind die abgehauen ohne uns? Beziehungsweise... Warum sind die abgehauen? Oh Gott. Da hinten ist was. Das sieht nicht gut aus. Oh, das ist ein Tier. Nahkampfangriffe. F, greife Gegner. Nahkampfangriffe, aber wofür brauchen wir das? Okay, wir kriegen damit Kisten auf, das ist doch schon mal was. Was soll ich denn hier hin? Okay, sprinten kann ich auch. Da hinten liegt wieder was. Das ist eine Lampe. Da unten ist er. Hey! Oh mein Gott. Der sieht nicht so aus, als ob der irgendwas Fröhliches macht da. Der scheint zu essen. Aber was? Oh Gott. Connolly. Ach Gott, auch nur sein Kollege. Thank you.
Gott, super. Zwei Kugeln sollte ich dafür verbrauchen jetzt. Der lebt noch. Oh, komm, geh tot. Mein Gott, Connelly. Oh Gott, den haben wir. Er hat mich getroffen. Okay. Habe ich irgendwie ein Inventar? Okay, hier scheint nicht überall was Wichtiges drin zu sein. Die Lampe kann ich jetzt nicht mehr nehmen? Ne, die Lampe bleibt hier liegen, wie scheint. Ich muss doch irgendwie ein Inventar haben. Tutorial, ne, schief. Vorhin kam, ich soll Leertaste drücken, um es zu benutzen. Ich habe wahrscheinlich gar nichts anderes mehr. Okay, gehen wir mal hier lang. Na super, ich renne hier wahllos Zombies rum. Ah, okay. Ach, ich hab sie noch, die hängt an meinem Gürtel. Oh mein Gott. Tut weh! Tut weh! Wow. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! Krankenhaus! Krankenhaus, Krankenhaus, Krankenhaus! Verdammt nochmal. Leertaste halten, um zu entschärfen, okay. Gegenstand erhalten. Fallenteile erhalten. Fallenteile werden benötigt, um Bolzen für die Qualen Armbrust herzustellen. Sie werden im Inventar verwendet. Okay. Sieht reichlich wenig. Warte mal, Sprinten verbraucht Ausdauer. Ich möchte jetzt noch mal kurz zurückgucken. Weil hier hinten ging es ja noch weiter, oder nicht? Nicht, dass ich... Okay. Plus eine Flasche. Hätte sein können, dass hier noch mehr ist. Schlangen. Okay, kaputt Schlangen geht nicht. Aber das Ding können wir noch bestimmt. Auch nicht. Okay. Ich hätte nichts dagegen, wieder ein paar Munitionsteile zu finden, nicht wahr? Jetzt rennen wir wieder zu ihm. Gucken, ob wir ihn kriegen. Ja, der Winkel für die Ansicht ist etwas gewöhnungsbedürftig. Wir sind sehr nah dran und haben wenig Weitblick, wenn ich das so sagen kann. Ja, wird auf jeden Fall schon einen Grund haben, warum mir signalisiert wurde, dass ich sprinten soll. Oh mein Gott. Streichhölzer benutzen. Nähere dich einem am Boden liegenden Gegner und drücke C, um ihn zu verbrennen und zu vernichten. Dies verbraucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegnern gibt es noch weitere brennbare Dinge. Okay. Okay, ich verbrenne den jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das sinnvoll war, ausgerechnet das eine Streichholz bei ihm zu verwenden.
jetzt hoch. Hier ist eine kleine Hütte. Oh Gott. Hier. Wollen wir die Säge mitnehmen oder was? Mit der Pistole kommen wir nicht lange aus. Okay, dann halt ich. Hier war gerade irgendwas. Da. Liegt irgendwo was. Was nehme ich denn da? Tagebuch von Sebastian Castellanos, November 2004. Endlich habe ich mein Goldabzeichen. Detective Sebastian Castellanos. Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann's kaum erwarten. Als Detective kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkopf je möglich war. Außerdem muss ich auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen und zu der Gehaltserhöhung sag ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein Job, die Stadt zu beschützen. Okay. Scheiße! Ich wieder hier. Was? Schon wieder hier? Ja. Ich verliere den Verstand. Die Frage ist jetzt, wo wir gerade wirklich sind, ne? Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Geht es Ihnen nicht gut? Okay, haben wir gespeichert. Ach, du bist müde. Ja, ich... So locker lässt sich hier stehen in diesem Ekel-Schuppen, würde ich aber nicht... Halt mal. Bin ich wieder hier. Jetzt bin ich wieder hier. Okay, das, also die Spiegel sind also sozusagen mein Portal hierher. Ich setze mich jetzt auf, weil ich vielleicht hier noch was verbessern kann. Ich habe noch mehr von dem Wasser. Ah, jetzt sehe ich auch, was ich verbessern kann. Spritzenwirkung. Lebensanzeige. Steigert das Maximum der Lebensanzeige. 10. Maximale Sprintdauer. Ja, es ist jetzt wieder die Frage. Das kostet mich alles... Wie viel? Ach, das ist alles auf Stufe 1. Ach, da stehen die benötigten Punkte. 1800, 2000 Waffen. Schadensmultiplikator, Nachladegeschwindigkeit, Genauigkeit. Okay, das ist, glaube ich, alles nicht so wichtig. Kaliber, Munition. Erhöht die Menge der Handfeuerwaffen, Munition. Okay, dann verbessern wir erstmal noch nichts. Ich denke, wir kommen erstmal noch so aus. So, hier war doch direkt ein Spiegel.
Die Musik ist schrecklich. Okay, warte mal. Wir sprinten am besten dann, wenn es nötig ist. Scheiße. Nochmal Schleichangriff. Töte Gegner, die dich nicht bemerkt haben. Blitzschnell von hinten. Steuerung und Leertaste. Okay. Oh, er hat Munition dabei. Herrlich. Okay, jetzt ist er hier durchs Fenster wieder raus. Klette über Hindernisse und Fenster. Die Puppe hat nichts zu sagen. Oh, hier passiert gleich irgendwas. Wieder so ein elendes Mistvieh. Hey, seid ihr hier aus der Gegend? Ich habe keine Ahnung, wo... Nicht weiter. Kurz nachgeladen. War's das? Scheiße. Wo ist der Typ jetzt hin? Der andere. Wo? Scheiße. Da hinten. Fuck. Der schießt daneben. Munition alle? Na. Nee. Gehabt. Hat der auch Munition dabei? Fuck, Alter, alles verschossen. Hier ist vielleicht in dem Haus noch ein bisschen was drin. Sehr gut.
Warum verbrenne ich die Leichen? Welchen Sinn hat das? Nochmal Munition, sehr geil. Sehr gut. Zum Verstecken? Hier ist wieder so eine Falle. Ich hätte die auch hier lang locken können. Ist auch mal cool zu wissen. Hier. Und den anderen noch verbrennen. Halt. Was war hier? Leertaste nehmen. Notiz aus Seegemeinde. Seit wann gibt es hier einen Leuchtturm am See? Stand er schon immer da? Das kreisende Licht streift mich, durchdringt mich. Ich habe das Gefühl, dass es jedes Mal etwas mitnimmt. Aber ich weiß nicht, was es ist. Okay. Dieses Licht verursacht wohl den Kram. Aber ich habe jetzt ein Problem. Ich habe doch hier gerade noch die Leiche von dem Typen gehabt. Der war doch hier. Die Leiche ist weg. Okay. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Ich habe hier genug. Ja, wo gehen wir hin? Scheiße. Die können wir vielleicht von hinten ausschalten. Ne, es sind mehrere. Scheiße. Dreh dich um. Fuck. Sieht mich gerade nicht. So. Kriegt den da hinten auch noch? Fuck. Was kann ich denn jetzt verbrennen? Fuck. Fuck, der muss sich voll ausruhen. Okay, reicht mir.
Hier, das kann ich alles verbrennen. Voll. Wie benutze ich denn den Kram? Super, dass das da. Laterne an, aus. Schleichen, verstecken, schießen, Nahkampf, zielen, sprinten, nachlang. Inventar ist V. So. Geht doch, siehst du? Und ich hätte mich ja schon fast. So, jetzt kann ich nämlich die Spritze auch wieder mitnehmen. Dann passt das. So funktionieren die Fallen. Praktisch. Muss man den jetzt noch verbrennen? Dumme Frage, ich weiß. In den ganzen Schränken kann auch überall was drin sein. Ach, bitte entschuldigt, wenn ich jetzt hier wirklich andauernd alles Mögliche nachgucke. Aber ich muss erst mal gucken, was mit was und welchen Gegenständen ich alles interagieren kann. Keine Streichhölzer mehr. Okay, hier wäre wieder eine Falle gewesen. Ist alles abgebrannt. Alles, wirklich alles abgebrannt. Wo gehe ich denn jetzt hier am besten? Huiuiui. Wo gehe ich denn jetzt hier am besten hin? Schaffen wir mal. Okay, ich glaube, hier bin ich schon richtig. Oh, Scheiße. Hä? Dahinter, wenn ich dahinter rauskomme. Oh, fuck. Scheiße.
Okay, einer ist hier noch. Meine Fresse, hier ist er. Scheiße, es wird ein bisschen schwierig mit dem Typen hier. Ich verliere viel zu viel Energie. Scheiße. Ja, ich komme hier bestimmt noch dahinter. Wie ich das am besten mache. Erstmal setze ich mir jetzt wieder eine Spritze. Jetzt gemacht. Spritze wollte ich haben. Meine Painkiller. Liegen die, kommen die einfach aus dem Boden raus? Die lagen doch hier eben nicht, ey. Herrlich. Punkt. Oh mein Gott. Oh fuck. Gut so. Lasst euch bloß nicht stören. Schöne Scheiße. Ja, schöne zweite Spritze. Herrlich. Was ist das? Eine Karte. Eine Karte. Okay. Wir rennen am besten mal ein bisschen woanders lang. Geräusch, was die Viecher machen, ne? Ekelhaft. Gut. Ich komm sogar. Oh, fuck. Licht aus. Ich will mit denen allen nicht unbedingt Kontakt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, dem einen werde ich mich nähern müssen. Oh mein Gott. Bitte nicht, ich will nicht sterben. Oh, fuck. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Nichts wie weg von hier. Ja, ach. Ach.
Gott verdammt! Oh, Scheiße! Boah, der Fettklops. Oh mein Gott. Puh, auch wieder ein Kapitel überlebt. Ja, okay, das war jetzt nicht so schockierend wie das erste. Alter, noch ekelhaft. Die ganzen Viecher da. Uah. Ja, wir scheinen auf uns alleine gestellt zu sein. Unsere drei Mitkontrahenten sind ja weg. Den einen verfolgen wir noch. Mal sehen, ob wir den noch kriegen. Ich werde es auf jeden Fall weiter zocken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Wenn ich The Evil Within spiele und mir einen abzitter. Aber bis dahin wünsche ich euch erstmal was. Euer Gunshot.